Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von unserer Decades Challenge. Wie ihr seht, hat sich hier inzwischen einiges getan auf unserem schönen Grundstück in Hanford-on-Bagley. Ich habe ein bisschen am Garten oder außen am Haus was gemacht und auch innen schon teilweise ein bisschen neue Möbel und so gekauft. Und ja, das zeige ich euch jetzt auch gerne einmal. Ich habe hier bloß so ein paar Vorhänge hier an den Schlafzimmern angebracht, also noch nicht allzu viel gemacht, weil wir hatten jetzt auch nicht so viel Geld übrig. Und hier die Küche habe ich weitergemacht und das Esszimmer habe ich fertig gemacht. Ja, sieht das jetzt auch ordentlich aus. Und das Wohnzimmer ist auch fertig gemacht, hier mit schönen Möbeln, da kann man Tee trinken und alles und Kuchen essen. Und der Flur und so weiter ist auch alles noch angefangen, weil uns das Geld halt gefehlt hat. Ja, so viel dazu. Der liebe Jack ist gerade dabei, einen schönen Kuchen für seine kleinen jüngsten Kinder zu backen. Die älteren Kinder sind gerade noch in der Schule. Und unser kleiner Sirius, der schaut wohl ein Papa zu, wie er den tollen Kuchen für seinen Geburtstag backt. Ja, jetzt dauert es wieder ewig, weil er mit ihm spricht. Ich brich's mal ab, so. Kannst gleich nachher wieder mit ihm reden. So, genau. Und dann machen wir hier schöne Kerzenleins drauf. Ja, ich würde sagen, wir lassen die älter werden. Ist nicht so schlimm, dass die ältesten zwei nicht da sind. So, erstgeborener war Sirius. Ist zwar egal, aber wir tun trotzdem den Sirius zuerst machen. Genau. So, mein kleiner Wonnepuppen. Ja, jetzt darfst du älter werden. Ja, schön auf den Kuchen blasen. Oh, ich bin, glaube ich, draußen. Achso, du gehst jetzt wieder nach draußen und Geburtstag haben, hä? Naja, ich habe ein Foto gemacht. So, und bevor mir einer den Kuchen frisst, Kerzen hinzufügen. Und jetzt schauen wir hier, wie das Sirius älter wird. Ja, weil es hat so eng gebaut ist, aber im Flur wäre ja eigentlich auch genug Platz, Sirius. Die gehen immer alle hier hin. Jo, und er ist älter geworden. Ja, seine Haarfarbe ändere ich dann wieder in weiß um, sobald es geht. Ich nehme mal das Merkmal gut für den Kleinen. Und hier bestreben, nehmen wir irgendein anderes. So. Ja, du kriegst dann noch eine andere Haarfarbe, mein Lieber. So, Jack ist wieder süchtig nach dem Garten von Emma. Nee, den lässt du in Ruhe, das soll sie selber machen. Und jetzt hat die kleine Lumi auch noch Geburtstag. Sie kam ja dann am gleichen Tag zur Welt, weil die beiden Zwillinge sind. Ja, Sirius, was hast denn du hier für Haare bekommen? Das sind nicht mal die, mit denen er geboren wurde. Er hat eine schwarze Haare bei der Geburt. Naja, er kriegt dann wieder die hellblonden, solange bis er Teenager wird und dann kann man mit CC ja sowieso... Ah nein, dann kann man ja sowieso die Haare färben, von daher. Ja, jetzt die Lumi. Lumi hat ja auch nur welche, weil ich zufällig CC davon hatte. Und du gehst jetzt auch nach draußen, um älter zu werden. Und da ist sie älter geworden. Was nehmen wir bei Lumi? Ja, sie ist perfektionistisch. Das nehme ich jetzt einfach mal. So. Ja, perfekt. Lumi hat die weißen Haare behalten. Oder eher die silbernen Haare. Hübsch ist sie geworden. So, und jetzt sind die Kinder vom Vetter von Frost ja auch älter geworden. Können die jetzt irgendwas machen? Aber ich glaube nicht. Aber sie sind ja sowieso Magier, die beiden. Warst du Magier? Nee, du nicht. Der Sirius nicht, aber die Lumi ist Magierin geworden. Interessant, dann haben wir ja gleich mal den Vergleich. Was sind so die Unterschiede bei denen werden? Ja, und die kriegen natürlich dann auch noch gerechte Kleidung für diese Zeit. Ja, dann werde ich mal diese zwei Kinderleins umkleiden, dass die wieder entsprechend hier unserer Zeit gekleidet werden. Und wir sehen uns gleich wieder im Gameplay. So, die beiden sind jetzt älter geworden und so sehen die beiden aus. Sie haben jetzt aber gerade ihre Winterkleidung an und ich würde jetzt gerne was testen. Komm mal her, Lumi. Hier hingehen. Ich will jetzt mal schauen, ob die kälteresistent sind, ob das wirklich dieses versteckte Merkmal sein soll. So, und jetzt musst du mal bitte dein Outfit ändern. Dann tust du mal dein Dachskleid anziehen. Das ist so ein schönes altmodisches Kleid. So. Tu mal Schnee sammeln, Schneeengel machen. Jetzt schauen wir einfach mal, ob sie wie andere Sims auch blau anlaufen, weil sie am Erfrieren sind. Au. Oh. Nee, lass den Papa mal in Ruhe. Oder du lässt Lumi in Ruhe, Jake. Schau, du brauchst sowieso Logik für deine Arbeit. Geh du bitte mal den Himmel beobachten. Hast du was zu tun? Der hat nämlich heute frei, deswegen schleicht er hier rum. Wie Avri einfach zuschaut. Aha, was machst du da? Okay, schön. Ich spule jetzt einfach mal vor. Selbstbestimmtheit zählt. Emma hat soeben die Ergebnisse ihres
DD-Tests, Erfolgsbewertungstest bekommen. Ihre Punktzahl ist nicht so hoch, wie sie gehofft hatte. Was sie sich für eine Wiederholung des Tests anmelden und einfach mit ihrem Ergebnis zufrieden sein? Nee, Emma nimmt es ja nicht so ernst. Sie ist darum zufrieden. Wenn sie doch härter gearbeitet hätte, wenn sie es doch noch einmal versucht hätte, sie hätte bei dem Test mit sehr gut abschneiden können. Jeder weiß, dass eine Bestnote durchaus im Bereich des Möglichen liegt und alles andere ist sowieso eine Schande. Ach du. Wahrscheinlich versucht sie so ein bisschen der Eliana nachzueifern, aber auch vielleicht kann sie es auch nicht oder will rebellieren. Wer weiß. Aber wir haben ja gesagt, sie wird nicht so diejenige, die die Bestnoten erzählt. Das ist eher die Eliana und Emma ist halt die, die dafür ein bisschen wilder ist. Ja, also bisher hat sie nichts. Ist es ja nicht draußen warm genug? Wir schauen jetzt gleich mal, wenn ihre Schwestern wieder da sind. Also Kinder können ja auch erfrieren. Es liegt nicht daran, dass sie ein Kind ist. Sie scheint wirklich... Sie friert zwar, aber sie scheint nicht erfrieren zu können. Bleib hier. Vielleicht tut sie hier noch mal ein bisschen spielen. Also kalt ist er jetzt schon mal. Wir testen das mal mit der Emma. So, ich tue hier mal das Outfit wechseln. Outfit wechseln. Alltagskleidung. So. Und dann brauchst du hier einen Schneemann. Jake. Jetzt funkt doch nicht dazwischen. Schau du. Kannst hier mal bei den Kindern im Zimmer debattieren üben. So, ab mit dir. Und Eliana hatte einen schlechten Schultag und sie muss dringend eine Dusche nehmen. Ja, dann tust du über Stress schimpfen, machst Hausaufgaben, tust nochmal über Stress schimpfen und dann später kannst du dann baden. Oder ist es heute einfach nicht so kalt? Es taut ja auch, vielleicht ist es heute nicht so doll kalt. Aber es steht Wetter kalt. Wir machen mal Schneegestöber für einen Tag. So. Ein Schneegestöber ist doch kein Blizzard. Du musst doch nicht vom Gewitter überrascht werden, meine Liebe. Also sie friert jetzt schon mal. Das hatte sie vorhin nicht. Du, kleine Maus, bist sowieso schon eine Weile am Frieren. Du bist fertig. Nee, du machst ja weiter im Schnee. Oh, der Papa schreibt. Hat einen Brief geschrieben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ein Schneegestöber ist doch jetzt nicht so tragisch, Leute. Da müsst ihr doch nicht reinrennen. Da. Seht ihr's? Emma ist im Erfrieren. Ah, doch, Lumi auch. Ich würde es jetzt aber nur ungern testen, ob sie auch wirklich daran stirbt. Also Lumi kann auf jeden Fall auch frösteln. Geht da bitte sofort rein und wärmt euch auf. Ich will Lumi jetzt auch nicht riskieren, dass sie stirbt. Vielleicht war es ja nicht das. Lumi, du erfrierst hier, hör bitte auf. Da, sie rennt rein. Jetzt ist es wieder gut. Ja, sie ist ja auch wieder drinnen. So. Naja, also es ist schon mal nicht das, so wie es ausschaut. Ich denke, wenn sie so blau anlaufen kann, dann kann sie auch daran sterben. Weil zum Beispiel Vampire haben ja, die reagieren ja auch nicht auf Kälte und die laufen auch gar nicht erst blau an. Lumi geht erstmal aufs Klo. Ja, es schneit draußen, aber du musst trotzdem aufs Klo da drüben gehen. Sirius, hör auf zu schlafen. Du kannst hier baden gehen. Nimm ein Schaumbad. Wir haben draußen Schnee gesammelt, müsst ihr genug haben. Emma ist übrigens verletzt. Verwundet, weil sich von jemandem in der Nähe verletzt fühlt. Und ich habe nachgeschaut, das ist die Avri, die Butlersdame. Die hat sie anscheinend verletzt. Die ist ja auch böse. Wahrscheinlich hat sie was Gemeines zu ihr gesagt. Das hat Emma nicht so gefallen. Und jetzt sieht sie euch an. Die Haare sind ein bisschen verbackt. Wieso das? Das war letztens noch nicht so. Ist das auch, wenn sie steht? Hier hingehen? Nee. Nur beim Sitzen. Da muss ich mal schauen, woran das liegt. Naja, ist jetzt nicht so tragisch, ist nur optisch ein bisschen blöd. Dann kannst du hier mal Hände waschen, dann... Achso, Lumi will da rangehen, okay. Du, wir schmeißen den Kuchen weg. Ja, so. Nicht gut für euch, Kinder. So, jetzt kannst du Hände waschen, kriegst du Hygiene und Gesichtsreiniger auftragen. So, sie macht bewusst keine Hausaufgaben. Dann kannst du hier alles ernten gehen. Es wäre auch gut, wenn mal die Pflanzen versorgt werden müssten. So leveln wir ja unsere Fähigkeit nicht. Aber durch Ernten gibt es ja, glaube ich, auch XP, oder? Wir schauen mal. So, Emma. Ja, ja, alles okay. Du schaffst es. So. Ja, hier sollte es so warm wie drin sein. Sie ist fast Level 2, aber das... Doch, es gibt... Ist gerade hochgegangen, es gibt XP. Ja, aber Level 2. Jetzt kann sie nämlich die Pflanzen erforschen. Das gibt auch Gärtnerfähigkeit. Ja, wir könnten auch ein Buch kaufen. Aber ich müsste dafür Internet haben, weil ich habe das weggenommen vom Bücherregal, weil ich am Computer besser fand. So im Allgemeinen, aber bei der Dickest Challenge natürlich ist das etwas doof. Du musst hier nicht reinrennen, du bist doch hier drin. Komm her, Emma. Bist du jetzt hingefallen? Nö. Komm, hier drin passiert auch nichts. Genauso wie im Haus, meine Liebe. Klar geht das. So. Oh, Eliana muss auch aufs Klo.
Du wirst nach draußen gehen müssen, es tut mir leid. Und dann kannst du auch mal baden. Es wird schon Zeit fürs Abendessen, ha? Aber haben wir denn noch was zu essen? Öffnen. Nein. Jack, du musst was kochen, aber ich glaube, du hast nicht so viel im Inventar zum Kochen. Eliana hingegen schon. Kannst du was Schönes kochen, aber sie hat halt noch keine Kochfähigkeit. Nee. Dann macht der Jack Tomatensuppe oder so, weil Tomaten müsste er haben. Oder auch nicht. Der hat es verbraucht für was anderes. Selbstversorger, einen Topf. Ja, dann mach halt von dem 8 Portionen. Kannst später wieder üben. So, der Kleine muss auch mal aufs Klo. Deine Schwester ist noch gerade auf dem Klo. Jetzt ist sie fertig, gehst du aufs Klo. Ah, man kann Wasser sparen, spülen. Cool. Wenn du fertig bist, machst du das. So. Oh, Eliana, du bist ganz schön verdreckt. Ja, das wird jetzt besser. Ach, Lumi, unerwünschtes Geschenk. Ich habe ein Geschenk bekommen, das mir nicht gefällt. Ich möchte es mit einem Freund tauschen oder zurückgeben. Kann ich das machen? Was sagt Jake? Nein, er sagt, sie soll dankbar sein. Gerade weil sie früher nicht so viel hatten. Das haben wir gerade bei Emma auch mal. Und Hände waschen, weil vor dem Essen und so. Wir müssen die Verantwortung bei Emma runterkriegen. Sie muss mal schwänzen, weil wir brauchen hier etwas im Roten. Ich würde Verantwortung gerne im Roten haben bei Emma. Also werden wir mal Schule schwänzen. Ich hoffe, ich denke dran. Du musst auch mal aufs Klo, Emma. Dann bist du jetzt dran. So, der Sirius. Der kommt her. Nee, Lumi. Ach so, du willst ins Bett. Ja, obwohl, ja, du, gut, geh ins Bett. Du hast nicht so viel Hunger. Der Sirius sieht irgendwie wie sein Vater aus, oder? Also der andere Vater von ihm, der nicht Jake ist. Der sieht aus wie ein kleiner Erwachsener. Ja, es gab nicht viel zur Auswahl. Nein, nicht um Rat bitten. Emma, du isst jetzt auch. Ja, ich weiß, es ist halt angespannt, weil Gewitter, aber da ist kein Gewitter, aber okay. Du kannst auch essen, Jack ist schon dabei. Lumi hat keinen Hunger. Du bist einsam. Überzeugen, dass es wirklich Monster gibt. Das wäre lustig, wenn Emma sowas machen würde. Es gibt wirklich Monster und die kommen und fressen dich, Sirius. Und, glaubst du uns das? Und es hat ganz lange Tentakel, die dich verschlingen. Und du kannst nicht mal weglaufen. Jetzt hat er sein Spielzeug hingestellt. Okay, ja. Vielleicht sollte ich das nicht benutzen. Emma ist gemein. Eliana braucht auch Unterhaltung. Ja, dann redet doch mal von deinen Interessen. Und über Logik reden. Na, ihr drei. Sie sieht so aus wie ihre Großmutter. Das ist so lustig in der Genetik. Oh, die beiden verstehen sich auch gut. Sind ja auch Zwillinge. Und Sirius ist ja auch Geschwisterchen. Genau, redet ihr miteinander. Jack ist schlafen gegangen, aber hier in der Stube. Nein, 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 mein Lieber. Na komm. Geh hier ins Bett. Oh, Sirius hat seine Kommunikation erhöht. Ja, mein Lieber, du musst auch ins Bett. Du musst morgen in die Schule. Emma nicht. Emma schwänzt. Sie verkriecht sich dann am besten in ihrem Häuschen da drüben. Oh, aufgebracht wegen Sozialkontakt. Ein hitzköpfiger Sim kann seinen Ärger nicht verstecken, wenn er ein mieses Gespräch führt. Oh. Ja, sie ist ein bisschen angepisst von ihrer Schwester. Dann nimm doch du ein kurzes Bad, Emma. Danach kannst du ins Bett gehen. So, die Eliana braucht eigentlich Spaß, aber du gehst jetzt auch ins Bett. Fitnessfähigkeit, wo hast du jetzt die erworben beim Händewaschen? Ist das Fitness? Händefitness oder wie? Also diese Wörter, die ich manchmal finde, Händefitness. Da die Haare von Emma sind echt verbuggt. Egal. Sind nur Haare. So, fertig, ab ins Bett. Ah, Wirsche kommen wir auch mal ins Bett. Ich weiß nicht, die bleibt sonst manchmal immer ewig wach und geht dann tagsüber ins Bett. Aufgabe teilen. Doch hier um Schlafen gehen. So. Sie geht jetzt gleich ins Bett. So. Ah, ich sehe gerade, sie hat das gleiche Bett wie die Kinder hier oben. Na egal, ich fand die Farbe halt passend. So ein altmodisches Bettraum. Wie schön das aussieht. Aber es ist wieder morgen, wir sind wieder aufgewacht. So, die Eliana braucht Spaß. Ja, meine Liebe. Dann lies doch etwas, das hilft. Jake ist auch aufgewacht. Du könntest erstmal ein Bad nehmen, Jake. So, Eliana liest was. Sirius. Du könntest mit deinem Spielzeug spielen, du hast doch hier schöne Sachen. Und ja, Lumi isst noch ein Frühstück. Den leckeren Eintopfen, den Papa gemacht hat. Ich habe ihr einfach die Frisur gelassen, die sie schon hatte, die fand ich süß an ihr. Ja, du freust dich, Lumi. Schau, du kannst auch mal noch auf die Toilette gehen, die da draußen steht. Dann kannst du ja auch noch spielen, bis es zur Schule geht, wenn sie das überhaupt noch schafft.
Ja, Jake ist gerade am Baden und dann könnte er mal Unterhaltung gebrauchen. Oh, du hast einen komischen Traum gehabt. Aber ich will ihn nicht mit den ältesten Kindern reden lassen. Das versaut mir meine Werte. Du kannst ja mal ernten. Emma hat's erlaubt. Musst du denn heute zur Arbeit? Ja, um 8. Auch für die Kinder. Na, vielleicht schaffst du es noch was zu ernten, weil er braucht es ja zum Kochen. Deswegen sammelt er das heute ein, obwohl es eigentlich Emmas Garten ist, aber sie tut ihn ja dafür pflegen. So, schön alles sammeln. Sehr schön. Dann red doch mal mit der Pflanze noch ein bisschen. Dann kriegst du auch ein bisschen sozial. Obwohl die Pflanze nicht antwortet. Nein, wir schicken alle alleine weg. Ja, Jack geht jetzt auch zur Arbeit. Aber warte. Ja, Emma schwänzt. Weil der Papa geht da heute zur Arbeit. So, warten wir, bis er gegangen ist. So, jetzt kannst du dorthin in dein. Obwohl, nee, du kannst nachher gleich da hinten reingehen. Du tust dir mal aussortieren und dann machst du dir was zu essen. Oh, Eliana, du kommst zu spät zur Schule. Und Lumi auch. Die sind alle spät dran heute, hä? Außer Jake. Sortier mal aus, Emma. Ja, machst du Hausarbeit. Dann kannst du ja mal, kannst einen Obstsalat machen. Ja, dann machst du halt Obstsalat. Da ist ein Fuchs in unserem Haus. Hallo, Füchselein. Was machst denn du hier drin? Hast du dich verirrt? Oh. Der hat sich wohl verirrt. Oh, wir können ihn betrachten oder verjagen. Wisst ihr mein Geschenk? Gebt mir eine Blume vielleicht? Glockenblume? Warte, koch nachher immer. Oh, es ist er irgendwo hin. Hier draußen ist er wieder. Da, er bleibt stehen. Vielleicht kannst du ihn noch betrachten und ihm ein Geschenk geben. Oh, wie niedlich. Kann man leider nicht zur Familie hinzufügen. Oh, sie hat Bekanntschaft mit ihm gemacht. Liebesbrief. Siro schnappt sich sein Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur du bist süß steht. Er glaubt, dass er von dem neuen Mädchen stammt, das immer so starrt. Fragt er es oder wartet er es ab? Ich denke, Siro ist eher so ein bisschen schüchtern. Er wird abwarten. Siro entscheidet abzuwarten, ob sich jemand von sich aus meldet. Beim Mittagessen lachen ein paar Freunde über ihn und einer ruft: Hey Süßer. Sirius zieht den Zettel hervor und wirft ihn nach innen, wobei er selbst über den Witz lachen muss. Irgendwann wird er tatsächlich so eine Nachricht erhalten, aber zum Glück noch nicht heute. Oh, war nur ein Jungsstreich. Genau, Emma, koch weiter, das ist gut. Ja, du bist traurig wegen der da. Oh, was hat sie denn nur gemacht? Jack braucht eine neue Herausforderung. Er unterbreitet Vorschläge. Also diese Nachrichten heute. Vergesst eine Frage. Wieder einmal ein Test. Lumi ist fast fertig, als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. Alle ihre Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Sie will es gerade dem Lehrer sagen, als ihr einfällt, dass sie den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Und gibt den Fehler besser zu. Puh, Lumi sagt der Lehrerin, was passiert ist und sie hilft ihr, ihre Antworten auf ein neues Blatt zu übertragen. Sie hat gerade genug Zeit, um den Test zu beenden. Leistungsverbesserung klein. Sehr schön. Lange Nacht. Eliana steht ein extrem wichtiger Test bevor, aber die Schule war in letzter Zeit so anstrengend. Soll sie mehrere Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln oder einer leichten Aktivität nachgehen, um ihrem Hirn eine kleine Pause zu gönnen? Sie büffelt. Eliana ist Eliana. Eliana stellt einen persönlichen Rekord im Kaffeetrinken auf und sie ist viel zu überdreht, um sich ordentlich auf den Test vorzubereiten. Leistungsverbesserung, Verschlechterung klein. Oh je, die Arme. Oh, immer, ach komm. Die ist nur eine Angestellte. Du brauchst dir das nicht so ernst zu nehmen. Emma, wenn dir kalt ist, du bist alt genug, dann zieh dich doch einfach um. So, iss mal und dann kannst du hier Gesichtsreiniger auftragen. Ja, ist halt so als Teenager, hä? Ja, wahrscheinlich hat man zu der Zeit mehr Hausmittel benutzt. Da gab es ja noch nicht so die große Kosmetik. Da gab es mehrheitlich Hausmittel. Das hilft ja auch gut. Ja, mit Schminken kannst du dich sowieso nicht, aber. Damals gab es ja schon Schminke, das gab es schon seit vielen, vielen Jahren. Von daher. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es zu der Zeit teuer war, Schminke zu kaufen. Ja, ab das Klo. Oh, du bist hingefallen, Emma. Schaffst du es aufs Klo? Böse gesinnt, weil sie hitzköpfig ist. Okay. Die Arme. Jetzt ist der Tag fast vorbei und wir haben nichts gemacht. Komm, du kannst hier experimentieren. Wir sagen dem Papa nicht, dass du nicht in der Schule warst. Jack bezahlt ja 1000 Euro, dass ihre Töchter in die Schule dürfen, also für jede 1000 und Emma geht einfach nicht zur Schule. Ja, das ist nicht so gut, Emma, aber ja, unsere kleine Rebellin ist sie halt. Das liegt wohl in der Familie, man sieht es an der Marceline.
Lecker. Riecht es schön. Aber essen würde es vielleicht nicht, Eliana. Emma. Mädchen, du kannst dich doch umziehen. Ja, dann schön Hexenhut. So. Das passt auch zu dem Kessel da. Und zu der Atmosphäre hier drin. Mhm, ja, schön. Wenn du das gemacht hast, kannst du ja mal hier wieder erforschen gehen. Beide Kinder sind neugierig darauf, was die Welt so zu bieten hat, wie alles funktioniert und so. Eliana ist eher die, die dann das aus Büchern lernt und Emma ist die, die einfach ausprobiert und schaut, was passiert und so die Pflanzen beobachtet. Jeder auf ihre Art, genau. Ja, aber dann ist die heutige Folge ja auch schon wieder zu Ende. Wir beenden wieder bei der Emma, wie sie am Experimentieren und am Schuleschwänzen ist. Mal sehen, ob sie Ärger bekommt. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Heute war ja nicht sehr viel los, außer halt der Geburtstag von den kleinen Kindern, die jetzt Kinder sind. Und dann geht es weiter bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und wenn ihr Vorschläge habt, unterbreitet die mir gerne. Ich freue mich darauf. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.